Wow. Das wäre schon ziemlich stylisch. Für 30.000 Stein. Wir brauchen einen Dödi, glaube ich. Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf unserer Insel. Unsere Insel? Nun ja, nicht ganz unsere Insel. Hier treiben immer noch einen Haufen Zombies ihr Unwesen. Aber mit jedem Tag, den wir hier auf der Insel verbringen, rückt das Ende dieser Zombies etwas näher. Und daran werden wir auch heute weiter arbeiten. Wenn ihr hier neu dabei seid, dann würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn euch die Videos gefallen, vergesst nicht zu liken. Und wir steigen heute direkt mal ins Bauen wieder ein. Wir haben ja die letzten Episoden hauptsächlich damit verbracht, Ressourcen zusammenzusammeln. Jetzt geht es auch darum, wieder so ein bisschen voranzukommen, ein bisschen bautechnisch voranzukommen. Die Hütte ist ziemlich voll und wir müssen uns unbedingt so ein bisschen erweitern. Und ich habe da eine ziemlich coole Idee. Ich habe da nämlich was gefunden. Wir haben hier im Modpaket ja auch noch den Plattformbilder mit drin. Und den stellen wir uns jetzt mal her. Dafür brauchen wir Unmengen an Cementing Paste, wir brauchen Crystal und wir brauchen Metall. Deswegen hat das so ein bisschen gedauert, bis wir dann soweit waren, weil das Ding halt richtig, richtig teuer ist. Aber jetzt sind wir soweit und können den endlich mal ausprobieren. Weil wir müssen uns ja irgendwie vor diesen Zombies in Sicherheit bringen. Und was bietet mehr Sicherheit als so eine Plattform, ne? So eine Felsenplattform oder sowas in der Art. Naja, ein Raft wäre auch nicht schlecht eigentlich. Deutlich einfacher, ne? Aber auch irgendwie, naja, man sollte sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen auf so einem Raft. Wir wissen ja, wie viele Walfische hier in der Gegend unterwegs sind. Und Walfische sind ziemlich gefährlich für Rafts. Okay. Wir haben jetzt hier den Plattformbilder stehen. Der ist riesengroß. Sieht ziemlich cool aus. Alles in Ordnung bei dir? Wieso schüttelst du dich denn so? Hat mir kurz ein bisschen Angst eingejagt. Okay, wir haben 300 Slots. Irgendwo ist ein Affe unterwegs. Ich gucke die ganze Zeit so in die Landschaft, weil ich immer Angst habe, dass hier wieder so ein Zombie auftaucht. Okay, wir gucken jetzt aber mal hier rein und schauen, was wir craften können. Oh, da gibt es ziemlich viel. Also hier können wir wohl hauptsächlich bzw. fast nur so Säulen herstellen. Und diese Säulen können wir dann verwenden, um daran Plattformen zu snappen. Und da gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt so ein Alien-Plattform-Support. Dafür brauchen wir Anglergel, sowas haben wir nicht. Also ich denke, wir wählen einfach mal irgendeinen aus, den wir herstellen können. Da wird es wahrscheinlich nicht allzu viele von geben. Mit Steinen geht schon viel. 10.000 Metall? Dein Ernst? Ich glaube, wir nehmen lieber eine Variante mit Stein, ne? Da gibt es mal diese. Was gibt's denn noch? Das Ding? Rocky Platform Support. Sieht auch cool aus. Hallo. Das bunte Fiomia ist wieder da. Das könnten wir eigentlich auch gut gebrauchen, ne? Wenn wir eine Farm aufbauen, haben wir noch nicht. Und Angler Gel? Kristall. Viel zu teuer. 500 Kristall. Das ist auch eine Ansage. Sieht aber irgendwie auch ganz witzig aus. Also gibt es unendlich viele unterschiedliche. Rote Farbe. Für eine rote Säule. So ein Jagged Rock sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ganz schlicht. Einfach eine Felsensäule. Aus silberner und weißer Farbe können wir hier so eine ziemlich stylische Säule bauen, ne? Ich glaube, jetzt am Anfang bauen wir erstmal eine ganz normale, schlichte Säule. Das geht ja auch. Also das wäre so eine römische Variante, ne? Roman Platform Support. Oder, es gibt echt viel Auswahl. Das ist jetzt einfach nur eine Style-Frage. Wir könnten so eine Runde nehmen. Die kosten ja auch alle 15.000 Stein. 15.000 Stein ist halt auch mega, mega teuer. Also der Roman Platform Support gefällt mir ziemlich gut. Der kostet aber das Doppelte wie die normalen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal so einen ganz normalen Rock Platform Support. Show Preview. Okay. Oh oh. Ich glaube. Ah, okay, wir stehen da drin. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. So sieht das Ding aus. Wo baut sich das denn dann? Access Inventory? Wir können uns die auf jeden Fall anschauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die sich dann hier aufbauen oder ob wir die frei platzieren können. Oh oh. Das wird ein größerer Act. Wir brauchen jetzt auch erstmal 15.000 Stein, ne? Das ist halt auch eine Ansage. Und oh, wir haben ja keine Stacking-Mod mit drauf. Möglicherweise müssen wir das noch anpassen, weil ansonsten werde ich verrückt, 15.000 Stein zusammenzutragen.
Wir haben ja nur 100er Stacks, ne? Okay. Das sind dann 150 Stacks? Das wäre ja auch noch irgendwie machbar. Wow. Okay. Die Roman-Plattform würde so aussehen. Oh, das sieht halt auch mega aus. Das Teil ist ja riesig. Wow. Das wäre schon ziemlich stylisch. Für 30.000 Stein. Wir brauchen einen Dödi, glaube ich. Wir sollten uns auf die Suche nach einem Dödi machen, ansonsten werde ich wirklich verrückt. 30.000 Stein. Das sieht total cool aus. Also, ich vermute fast, Crafts Platform Supports. Ich vermute fast, dass das Ding hier dann über diesem Plattformbilder steht und dass wir das nicht frei wählen können. Das heißt, wir sollten den wieder hochnehmen und den da platzieren, wo wir dann die Säule haben wollen. Oh, ich habe mich total verliebt. Ich glaube, wir wollen dieses Ding. Das sieht einfach mega aus. Und da oben eine Plattform drauf. Und dann hätten wir auf jeden Fall, dann wären wir auf jeden Fall erstmal zombie-sicher, ne? Okay, wir haben wieder was vor. Wir haben ziemlich viel vor. Ich pack den mal weg. Der steht jetzt im Moment nur im Weg. Und dann müssen wir jetzt Stein organisieren. Stein organisieren heißt dann wohl in erster Linie mal so ein paar Dödis organisieren, ne? Ich habe schon extra Foundations gecraftet. Ich habe gedacht, wir brauchen die. Brauchen wir aber gar nicht wirklich. Höchstens die eine. Das heißt, den Rest packe ich erstmal wieder weg. Hier in die Kiste. So. Und dann geht's doch wieder ans Ressourcensammeln, ne? Wer hätte es gedacht? Ark und Ressourcensammeln? Das ist ja was ganz Neues. Okay. Das lassen wir mal alles hier. Sprit brauchen wir momentan eigentlich auch nicht unbedingt, ne? Ich will jetzt noch keinen Generator und sowas bauen. Wir könnten jetzt natürlich auch mit dem Fabricator langsam loslegen. Aber da wir sowieso noch keinen Platz haben, um hier irgendwas mit Strom und so weiter aufzubauen, lassen wir die Waschmaschine jetzt erstmal hier stehen und die betreiben wir dann, sobald wir mehr Platz haben und irgendwo einen Generator hinstellen könnten. Ich könnte natürlich an der Hütte anbauen, ne? Das geht natürlich auch. Aber ich würde jetzt lieber mal so eine Plattform bauen und das mal ausprobieren. Das wäre, glaube ich, ziemlich witzig. Und wir können ja unsere Ressourcen so lange mal verwenden, um ein paar andere coole Sachen zu craften. Zum Beispiel ein Revolver. Dann brauchen wir natürlich Munition. Gunpowder. Mal gucken, ob wir uns so ein bisschen Gunpowder organisieren können. Da haben wir so ein ganz klein wenig. Wir brauchen natürlich Charcoal für Gunpowder. Das organisieren wir uns fix. Da haben wir ein bisschen was. Und ich glaube, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ich glaube, da passt eh nicht so viel rein. Ne? So. Gunpowder. Auf geht's. Ich werde mal so ein bisschen Munition craften, dass wir das halt dann auch benutzen können. Und ein Level-Up haben wir auch schon wieder. Wo packen wir das denn rein? Ich glaube wieder so ein bisschen in Health, oder? Oder Stamina. Stamina ist auch nicht verkehrt. Zum Weglaufen. Okay. Revolver incoming. Die Longneck Rifle wäre auch ziemlich nice. Die wäre deutlich sinnvoller als ein Revolver. Aber ein Revolver ist natürlich immer ziemlich witzig, ne? Habe ich jetzt echt zwei gecraftet? Okay, dann haben wir zwei. Wir haben ja im Moment genug Metall, ne? Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch die Munition. Und dann können wir loslegen mit dem Teil. Wie sieht's aus? Munition kostet 6 Gunpowder. Kommt, ich weiß das schon gar nicht mehr. 2 Kugeln kommen raus, genau. So, das hauen wir gleich mal alles weg. Kostet halt auch wieder Metall. Also rumballern kostet auf jeden Fall ordentlich Ressourcen. Aber für einen Notfall ist das doch eine gute Option. Wenn wir irgendwo angegriffen werden und uns schnell verteidigen müssen, dann nehmen wir jetzt die Wumme und pusten die Zombies weg. Das sollte ja ganz gut funktionieren. Vielleicht haben die auch ein bisschen Munition für uns dabei dann, so als Entschädigung praktisch. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal wieder mit dem Raft los und suchen ganz gemütlich nach einem Dödi. Ich werde noch ein paar Pfeile einpacken. So ein Dödi, die sind teilweise ziemlich hart im Nehmen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall genug Narcotics mitnehmen. Und Trank Arrows. Wir brauchen auch wieder Beeren, ne? Horn Dog, du könntest mal Beeren sammeln eigentlich. Was brauchen wir denn noch, wenn wir jetzt aufbrechen? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Steaks. Die können wir aber auch unterwegs braten. Und wir brauchen definitiv Trank Arrows. Ich stelle jetzt einfach mal alle her. Und dann müssen wir uns halt für die Narcotics wieder extra ein paar Narco-Berries sammeln, um die herzustellen. Und dann brauchen wir ein paar Beeren. Und dann sollte das theoretisch schon laufen, ne? Nehmen so einen Stack Beeren mit. Das war nur der Schatten von der Palme. Okay. So.
Dann haben wir theoretisch alles, was wir brauchen, um so ein Dödi zu zähmen. Die Schleuder hätten wir auch dabei. Wir könnten dann mit der Schleuder anfangen, wenn wir Lust haben. Egal. Das Wichtigste ist, dass wir überhaupt erstmal einen Dödi finden. Und dann können wir uns weiter überlegen, was wir da treiben. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Pfeile. Zumindest genug Trank Arrows. Ich glaube, ich nehme noch ein paar Ressourcen mit und crafte dann während der Überfahrt Pfeile, weil das dauert ja immer so lange. Das können wir gut kombinieren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, weil wir haben nicht mehr viele Pfeile. Und es werden immer weniger. 30 haben wir noch. Okay, ich mache mich mal auf die Socken und melde mich, wenn ich irgendwo einen Dödi aufgetrieben habe. Was für ein Wetter. Es regnet in Strömen und es ist ziemlich dunkel. Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen verbunden. Wir wollten ja auch mal die Insel im Süden abchecken. Da sind wir jetzt, da ist dieser verrückte Tower. Und wir sind jetzt auf dieser Insel, also südlich von unserer Basis. Und ich weiß noch nicht, ob das gut ist, hier rumzulaufen, mitten im Grünzeugs, wo ich keine Gegner sehe. Da unten sind welche. Okay. Wir gehen jetzt mal rüber auf die Hauptinsel. Das Ganze ist hier durch so einen kleinen Fluss getrennt. Wir gehen jetzt rüber aufs andere Ufer und gucken uns da so ein bisschen um. Hier sind ziemlich viele Zombies unterwegs und Somdodos natürlich. Ich nehme mal die Bolas raus, falls uns irgendwas Schnelles überrennt und überrascht. Da ist ein Vogel. Alles gut bei dir? Ich glaube schon. Okay. Und dann gucken wir, ob wir hier irgendwo einen Dödi finden. Und wenn wir keinen Dödi finden, finden wir ja vielleicht zumindest Metall oben auf dem Berg, ne? Weil das hier ist ja ein riesengroßer Berg. Da könnte es schon sein, dass oben vielleicht das ein oder andere Metall vorkommen ist und auf uns wartet. Schauen wir mal. Also hier unten gibt es jedenfalls kein Metall. Und die Wälder sind wieder so dunkel. Oh. Klettern wir da mal hoch. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Insel. Da ist ein Dodelo. Nicht Dodo. Okay. Hier ist so ein bisschen offener. Das ist mir deutlich lieber. Den Dillo haben wir abgehängt. Da ist ein... was bist du? Ein Iguanodon, ne? Oh, da sind Zombies und... Patchys. Die Patchys machen die weg. Das ist ja cool. Die haben die ganz schön vernichtet. Habt ihr was für uns? Ein Blutbeutel? Und du hast nichts. Seid ihr lieb? Ich glaube, die Patchys sind lieb. Super gut. Also die arbeiten mit uns zusammen. Pflanzenfresser sind unsere Freunde. Nehmen wir mal die Bolas wieder raus. Oh, was ist mit dem Iguanodon? Irgendwas ist da. Ist das schon der Gipfel? Nee, da geht's noch höher. Das Raft steht unten am Strand. Hoffentlich wird das Wetter bald wieder besser. Oh, das ist ein echter Dodo, oder? Nee, das ist auch ein Somdodo. Für einen Moment dachte ich, das wäre ein normaler. Das ist aber ein normaler, glaube ich. Es gibt normale Dodos. Oh, da ist so eine Truhe. Ziemlich cool. Oh, oh, nicht gut. Lauf, lauf. Oh. Das ist nicht so gut, einfach stehen zu bleiben, wenn so ein Dodo hinter einem her ist. Okay. Jetzt kommen die Insekten. Und die Insekten wollen mir ihr Chitin geben. Das ist wunderbar. Das brauchen wir ja, um Cementing Paste herzustellen. Oh, das ist ein krasses Insekt. Das hatte viele Hitpoints. Super gut. Also man kann das alles sehr gut verbinden hier. Nützliches mit Nützlichem. Wo sind denn die anderen Insekten? Die muss ich jetzt nur wiederfinden. Ne? So ein Dodo. Insekt. Und nicht das Tri-Count. Das tut weh. Da ist aber noch... Ach, das ist unser Tier. Das ist kein Insekt. Ich glaube, wir haben die meisten Insekten. Ich sehe jetzt keins mehr. Oder? Da ist noch ein. Okay. Gut. Also das hat sich schon mal gelohnt. Jetzt haben wir auch den Level-Up-Buff. Dann können wir so ein bisschen hochleveln hier oben. Aber es sieht nicht so aus, als gäbe es hier Metall. Ne? Also das hier ist irgendwie die Ruine. Hier gibt es ein paar Steine. Da unten ist irgendwas Verrücktes. Was ist das? Es leuchtet. Und das kam von oben. Ne? Sowas habe ich schon mal gesehen hier. Okay. Das sind so Versorgungspakete. Wer schickt denn hier Versorgungspakete zu unserer Insel?
Irgendwer macht sich wohl Sorgen um uns. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine zweite Rüstung. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Die erste sieht eigentlich auch noch ganz gut aus, ne? Das ist irgendwer übervorsichtig. Oh, das kann sich natürlich schnell ändern. Headshot. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Liegt er hier irgendwo? Hier ist so viel Gras. Ich sehe nichts. Ist der weggeflogen? Ich habe ihn nicht fliegen sehen. Der liegt da bestimmt noch irgendwo und ist einfach nicht gut auffindbar. Ich sehe ihn nicht. Der ist komplett verschollen. Ich habe nicht gesehen, was mit dem passiert ist. Ich habe schon wieder nach anderen Zombies gescannt. Ah, hier liegt er. Zombie. Okay. Decomposes in 40 Minuten. Jetzt nicht mehr. Okay. Also es gibt hier kein Metall. Es gibt hier scheinbar auch keine so Rollis. Keine Dödis. Wir könnten den Dodo mitnehmen. Das wäre ziemlich cool. Der kann uns ja Eier legen und so. Vielleicht machen wir das, ne? Wenn wir sowieso hier sind. Dann pieksen wir den jetzt einmal ganz vorsichtig. Nicht, dass wir ihm wehtun. Das ist ein 68er, also der verträgt, glaube ich, einen Pfeil. Pieks! Bist du müde? Das ist so ein anderer. Okay. Der mochte das nicht, dass wir seinen Kollegen angegriffen haben. Aber es war eigentlich nicht sein Kollege, ne? Das ist ein Somdodo. Bäh. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die sich vertragen. Okay. Das geht relativ schnell. Den nehmen wir uns dann und bringen den runter auf unser Raft. Du bist ein Weibchen. Und du hast noch einen Pfeil im Popo stecken. Das sieht schmerzhaft aus. Vor allem ein ziemlich großer Pfeil. Wir bringen den jetzt erstmal auf unser Floß. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ne? Dann ist unser Floß hier das Ziel Nummer 1, weil da leckere Dodos an Bord sind. Aber egal. So ein Dodo ist halt einfach cool und nice to have, ne? Wir wissen, hier gibt es kein Metall, das heißt, wir können eigentlich wieder abdampfen. Nee, da kommt ein Zombie. Da war auch irgendwas? Ich glaube, der ist direkt hinter uns. Wenn ich jetzt stehen bleibe, dann ist unser Dodo tot. Das heißt, ich laufe einfach weiter. Das war, glaube ich, ein Dillo. Oh, der hat gespuckt. Da ist eine Wildsau. Irgendwer greift irgendwen an. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was passiert. Der Dillo ist, glaube ich, noch hinter uns. Zombie, glaube ich, nicht mehr. Wir schleichen uns hier mal durch. Stamina haben wir ja noch. Ich kann hier gar nicht rennen mit dem Dodo. Da vorne ist unser Raft. Okay. Machen wir Dodo-Weitwurf? Oder ist das nicht so gut? Okay, der kommt sowieso mit. Der ist ziemlich schnell im Wasser. Der ist deutlich schneller als ich. Nehmen wir mal wieder den Crossbow raus. Die Armbrust. Wechseln mal die Pfeile. Alles gut? Alles gut. Okay, da sind wir. Das ist unser Raft. Dann können wir jetzt wieder weiter suchen. Ich fahre einfach so ein bisschen die Küste ab, weil das, glaube ich, die beste Variante ist, um schnell irgendwo so ein Rolli zu finden. Die Dödis sind eigentlich überall unterwegs. Also die könnten wir überall finden. Besonders viel gibt es die, glaube ich, ich weiß nicht, eher so in den Bergen, ne? Aber im Prinzip gibt es die überall. Also ich denke, wir finden die schon irgendwo. Das war das Bett. Ich fahre jetzt einfach mal ganz gemütlich weiter. Das Dodo stelle ich mal auf passiv hier, dass ihr nichts passiert. Und dann gucken wir einfach mal. Ich hoffe, wir finden irgendwo zufällig einen. Die sind halt relativ selten, ne? Da schwimmt ein Zombie. Oder? Nee, das sind Morschops. Der hat sich so ein bisschen... Der sah aus wie ein Zombie, hat den Kopf so aus dem Wasser gehalten. Also es gibt auf jeden Fall viele Trikes, ne? Ich hoffe, irgendwo ist auch so ein Dödi unterwegs. Wow, hier ist ein Viech an Bord. Nix. Oh. nichts wie weg. Es hat mich gepackt. Wo kommt denn das Sarko plötzlich her? Ich bin ganz gemütlich gefahren. Und plötzlich war das Sarko da. Das lässt mich nicht aus dem Wasser raus. Lauf. Okay, an Land ist es langsam. Das sind aber Zombies. Schaffen wir das? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich glaube, das ist ein Notfall. Vielleicht auch nicht, das ist nur ein 16er.
Plötzlich war da so ein Sako an Bord. Puh, die sieht man halt vorher super schlecht. Bis jetzt läuft's für uns nicht so gut. Es ist nicht einfach, hier Dödis zu finden. Die sind scheinbar ziemlich selten. Puh, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder wach. Das Ganze ist ein bisschen ermüdend. Ich fahre die ganze Zeit im Kreis und suche irgendwelche Dödis, die es einfach nicht gibt. Gib mal die Pfeile wieder her. Dankeschön. Und jetzt gib mir deine Haut. Okay. Ich kann nichts dafür. Das Sako war so aggressiv und hat uns angegriffen, ne? Ich wollte dem Sako eigentlich nichts. Das kannst du behalten. Okay. Ja, dann fahren wir einfach ein Stück weiter, ne? Zum Glück war das so ein super Low-Level-Viech. Ich habe mich echt erstmal gewundert, dass ich nicht beim ersten Biss schon tot war. Und was ist denn mit unserem Dodo eigentlich? Das lebt ja auch noch. Geht's dir gut? Ja, super gut. Das Sako hat dir gar nichts getan, ne? Das ist ja wunderbar. Perfekt. Das sollten wir eigentlich nach Hause bringen, ne? Aber okay. Das dauert wieder zu lang. Es sei denn, ich fahre jetzt direkt zurück und suche nochmal die Küste ab, aber wir sind auch noch nicht super weit gekommen. Ich denke, Inland hätten wir wahrscheinlich eine etwas bessere Chance, welche zu finden. Auch an den Bergen wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir uns einfach Inland noch ein bisschen auf die Socken machen. Aber das ist halt super gefährlich, ne? Unser Fabricator ist fast kaputt. Ich glaube, wir fahren nach Hause. Kann ich den wieder einpacken? Ja, ne? Pickup. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Wenn wir den wieder hinstellen? Dann ist er wieder heil. Okay. Ja, das ist ein bisschen cheaty an der Superstructures Mod. Man kann die Sachen einfach hochheben, wieder hinstellen. Dann haben sie wieder volle Hitpoints. Das ist wohl immer noch so. Okay. Wir fahren jetzt erstmal zurück nach Hause und dann suchen wir eher an Land, hätte ich gesagt. An den Küsten sind die halt noch seltener als sonst irgendwo. Aber im Prinzip gibt es die fast überall. Wir fahren mal so ein bisschen näher an der Küste. Ich habe Angst vor den Walfischen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwo welche sind. Nicht, dass wir hier noch versenkt werden. Das wollen wir jetzt nicht auch noch. Ich bin auch die Flüsse so ein Stück reingefahren, so wie ich dachte, dass es vielleicht noch geht und nicht zu gefährlich ist. Die Sakos gibt es ja offensichtlich auch an den Küsten überall. Da ist ein Trike. Das badet gerade. Wir schauen jetzt ein bisschen inland zu Fuß. Die Sache mit dem Raft, die funktioniert teilweise schon ganz gut. Aber ich glaube, da haben wir unser Glück jetzt genug herausgefordert. Sonst werde ich doch noch vom Krokodil gefressen oder vom Walfisch versenkt. Wir gucken jetzt mal an Land nach Dödis. Da sind die, glaube ich, wie gesagt, auch ein bisschen häufiger. Okay, ich denke, die Sonne geht möglicherweise langsam unter. Jedenfalls scheint es mir irgendwie ein bisschen dunkel. Ich bin mir nicht sicher, ich sehe nämlich nicht viel. Wir sind ziemlich infiziert. Ihr seht, ich habe sämtliche Steine in der ganzen Umgebung abgebaut. Unsere Axt ist schon wieder repariert und auch schon wieder ziemlich kaputt. Horndog hat mir dabei geholfen, der trägt hier alles für mich. Der kann deutlich mehr tragen als ich. Er hat aus einem Zombie so eine Fabricated Pistol rausgeholt, was schon mal ziemlich cool ist. Also wir müssen die auch nicht selber looten, sondern das macht Horndog selber, wenn er die killt. Also das ist auch mega gut. Dann kriege ich zwar die Haut nicht, weil die fliegen dann immer bis zum, keine Ahnung wohin, bis zum anderen Ende der Welt ungefähr. Aber wir bekommen zumindest den Loot. Und das sind halt teilweise ziemlich gute Sachen. Wir haben auch schon Munition für die Pistole gefunden. Also ein paar Schuss hätten wir für die jetzt auch schon. Das ist schon ziemlich cool. Ja, ich glaube, die Sonne geht unter, ne? Wir haben so ein bisschen Abendrot hier. Ich habe Stein gesammelt. Ich habe keinen Dödi gefunden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt weiter Stein sammeln soll oder vielleicht doch einfach... lass mich mal reiten. Ich glaube, es geht schneller. Oder vielleicht doch einfach noch ein Dödi, also Dödi suchen oder Stein sammeln. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, womit ich angefangen habe. Beides wäre eine Option. Beides wird noch sehr lange dauern. Die Dödis sind scheinbar ziemlich selten, weil die Zombies natürlich auch viele der Dino-Spawns wegnehmen. Oh, da ist Gesellschaft. Wir müssen erstmal wegmachen. Ich glaube, ich überlebe nicht mehr lange. Wir können Steak essen. Damit kann ich mich kurzzeitig so ein bisschen hochheilen. Also das bringt schon was. Aber halt natürlich nicht viel. Oh, der lebt ja immer noch. Das ist ein ziemlich starker Zombie gewesen. Gib mir dein Zeug. Oh, eine Schrotflinte. Ziemlich gut. Ich sollte mich ein bisschen beeilen mit was auch immer ich hier mache. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe nämlich einen Plan. Und der sieht vor, dass wir uns so ein bisschen Leechblatt hier reißen. Außerdem die Blumen.
die Pilze und ich habe vergessen, was wir noch brauchen. Das sehen wir dann jetzt. Wir gucken mal da rein und packen das da rein, gucken hier rein und sehen, dass wir noch Narcotics brauchen. Narcotics haben wir nicht. Das heißt, wir müssen kurz zu Horndog. Horndog um ein paar Narco-Berries bitten. Hoffen, dass wir noch ein bisschen leben. Vielleicht noch ein Steak essen. So. Ein paar Narcos herstellen. Und... oh, das dauert ewig. Dann müssten wir uns theoretisch so ein Antidote herstellen können. Brech das mal ab und stell so ein Antidote her. Und das bringt uns jetzt nicht viel, weil das kostet 10 Pilze und wir haben fast keine Pilze. Das heißt, unsere Pilzvorräte sind dann eh erstmal wieder... zu Ende. Das dauert ja ewig. Nicht gut. Und wir können jetzt aber zumindest mal testen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, diese Zombie-Plage zu heilen oder ob die unheilbar ist. Also die dauert ja ungefähr 900 Sekunden. Das heißt, macht ihr den weg? Dagobert macht. Okay. Die arbeiten schon zusammen da draußen. Wir haben jetzt die Hälfte der Zeit überstanden, aber ihr seht, ich habe fast keine Hitpoints mehr, also... ich werde nicht mehr lange überleben. Wir schnappen uns jetzt das Antidote und werfen das ein. Das funktioniert. Ich bin zwar immer noch fast tot, aber ich bin nicht mehr infiziert. Und wir sind jetzt wohl auch immun gegen das... gegen die Zombie-Plage. Für die nächsten 160 Sekunden. Dagobert? Komm mal zurück. Was ist denn du da hinten? Okay. Also, unsere Dino-Abwehr steht ganz gut. Die bewachen hier unser Gebäude. Stein haben wir leider nicht mehr. Das heißt, ich muss echt weit laufen. Und auch Horndog kann nicht super viel Stein tragen. Deswegen ist das Ganze jetzt doch ziemlich aufwendig. Ich habe gehofft, dass wir da so ein bisschen mehr Stein zusammenbekommen. Hat nicht so ganz funktioniert. Also, ich denke, wir machen uns einfach nochmal auf die Socken und suchen hier auf dem Festland irgendwo nach so einem Dödi. Ein Dödi wäre halt ein mega Upgrade, ne? Wobei ich mir das Ganze jetzt schon so ein bisschen zerschossen habe, weil ich habe ja schon alles Stein weggefarmt hier in der Gegend. Das heißt, auch mit dem Dödi müssen wir dann weiter weg zum Stein holen. Aber ich denke, das müssen wir so oder so. Also wir brauchen solche Mengen, dass wir da einfach weitere Wege in Kauf nehmen müssen. Das ist ein Riesenprojekt. Das scheint immer nicht so. Aber das ist wirklich ein gigantisches Projekt, was wir da haben. Wir brauchen 15.000 Stein. Beziehungsweise 30.000, wenn wir tatsächlich... die coolere Version bauen wollen. Und eigentlich will ich das, ne? Eigentlich will ich das ja. Aber ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen. 30.000 Stein. Wer denkt sich denn sowas bitte aus? Im Ernst jetzt. Die Folge wird so ein bisschen zu einem Erkundungsabenteuer, habe ich das Gefühl. Ich bin hier überall unterwegs und suche einfach die Gegend ab, ob wir irgendwo vielleicht einen Dödi sehen. Und ich sehe aber die ganze Zeit nur Zombies. Dafür doch umso mehr von den Dingern. Die sind ja nämlich überall. Wir finden auch viele Insekten, also das ist auch gut. Das lohnt sich schon alles irgendwie. Aber es kostet natürlich auch super viel Zeit. Ich lasse Horndog das immer ganz gerne machen und helfe einfach so ein bisschen mit. Und jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Er sammelt dann auch den Loot ganz gut ein, wenn die irgendwas dabei haben. Und ich kann dann so lange weiter die Gegend nach Dödi scannen. Aber, die sind scheinbar wirklich selten. Ich sehe die ganze Zeit eigentlich nur Trikes. Da unten ist... oh, das ist so ein DOS, ne? Das ist ein DOS. Und ich futter Steaks am laufenden Band. Aber das kennen wir ja so. Was ist das? Ein Affe. Okay, das ist ein Dödi. Ein Dodo, ein Som-Dodo und ein normaler Dodo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwo einen Dödi finden. Also, es gibt definitiv normale Dodos. Das ist schon mal cool. Da haben wir auch schon einen gezähmt. Da haben wir ganz lange gar keine gesehen. Also ich denke schon, dass es alle Dinos gibt. Aber je seltener die sind, desto schwieriger sind die natürlich zu finden. Und desto seltener sind die auch in The Hunted. Da unten ist ein Kalimimus, ne? Beziehungsweise in... hier in der Zombie-Mod. Die heißt ja nicht The Hunted, sondern die Mod heißt einfach nur Zombies. Und die ersetzt ja viele der wilden Dino-Spawns durch Zombie-Spawns. Und dadurch sind natürlich auch deutlich weniger Tiere unterwegs. Da kommt ein Sechser. Super! Auf die haben wir gewartet. Aber die fliegen halt auch irgendwie zum Mond. Das heißt, die finde ich auch nicht wieder.
Brauche ich gar nicht groß suchen, das dauert ewig. Und da ist schon wieder so ein Zombie. Mach ihn weg. Los, Horn Dog. Du machst das. Lebt ihr immer noch? Mutation Set. Die haben teilweise ziemlich guten Loot, diese Mutation Sets. Aber der hier hatte wohl nichts dabei. Ja, so geht das hier die ganze Zeit. Zombies und Somdodos. Aber keine Dödis oder sowas. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen spazieren. In der Hoffnung, einen zu finden. Und wahrscheinlich läuft es dann darauf hinaus, dass ich alles von Hand einsammeln darf. 30.000 Stein. Aber okay. Dann haben wir es wenigstens versucht. Und wahrscheinlich finden wir dann, sobald ich fertig bin, irgendwo einen Dödi. Ist ja immer so. Müssen kurz Stamina recken. Machst du den Parasiten da weg? Ach, du bist angespuckt, ne? Das ist nicht lecker. Das war ein Ding. Wow, ein Dorst. Den machen wir lieber so. Der hat mich infiziert. Och, nö. Also, es ist halt immer noch mordsgefährlich, selbst so. Ich darf eigentlich nie den Sattel verlassen. Jetzt hat er mich angesprungen und infiziert. Das ist aber auch echt Pech. Schlimmer hätte es nicht laufen können. Der hat für uns Pelt dabei. Das ist cool. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Und jetzt sehe ich halt noch nicht mal mehr was. Das heißt, die ganze Mission ist sowieso erstmal gelaufen. Weil wenn ich nichts sehe, dann kann ich auch keine Dödis finden. Wir gehen runter an den Strand und laufen dann den Strand entlang zurück. Und schauen, ob da irgendwo einer unterwegs ist. Und wenn da auch keiner unterwegs ist, dann gebe ich es echt auf. Und dann packe ich 2, 3 Äxte ein und dann gehen wir Stein sammeln. Das geht nicht so viel langsamer als mit einem Dödi. Den müssten wir ja auch erstmal hochleveln. Und wer weiß, was für ein Level wir finden. Wenn wir dann doch einen finden, ist es wahrscheinlich ein Level 3er oder so. Ist doch immer so. Wenn man auf Krampf irgendwas sucht, dann wird es nicht so schnell was. Das dauert halt dann einfach ein bisschen. Ganz normal. Also nehmen wir einfach die einfachste, schnellste Variante und sammeln das Zeug selber. Ne? Auch wenn ich super gerne so ein Rolli hätte. Die sind super süß und super praktisch. Wow, was ist das? Hilfe! Das sieht nicht cool aus. Was zum Teufel war das? Habt ihr das gesehen? Sah aus wie Gollum. Access Inventory. Mutation Set. Das ist einfach so ein mutiertes Viech. Keine Ahnung, wo das genau ist, aber das hat auf jeden Fall nichts für uns dabei. Also, hier ist gerade ziemlich viel Action, aber ihr wisst ja, der Tod ist erst der Anfang und wir hatten viele Anfänge heute. Ich habe auch ziemlich viele Ressourcen gesammelt. Wir sind jetzt ungefähr so weit. Das ist immer noch nicht viel, also man glaubt nicht, wie wenig das eigentlich ist. Wenn wir 30.000 sammeln wollen, dann haben wir noch nicht mal ein Drittel geschafft. Also ich habe mir da doch ein bisschen was vorgenommen. Vielleicht nehmen wir doch die kleinere Säule. Weil viel Stein ist auch nicht mehr da. Und Horndog kann nicht so super viel tragen. ansonsten müssen wir erstmal wieder Metall holen, um überhaupt die Äxte wieder zu reparieren, die ganze Zeit kaputt gehen. Also, ich weiß nicht recht. Den Modder habe ich jetzt ein paar Mal verflucht. Aber ich muss sagen, der hat es auch echt verdient. Wer kommt denn auf die Idee, für so eine Säule irgendwie 30.000 Stein zu verlangen? Das geht natürlich eigentlich nur mit Stacking-Mod. Aber ich habe jetzt gesagt, wir machen weiter ohne Stacking-Mod. Ich hoffe mal, dass die anderen Mods nicht so komplett überzogen sind. Ansonsten müssen wir irgendwann noch das Stacking-Mod mit reinnehmen. Ja, also wie gesagt, wir sind schon ein paar Mal gestorben, ne? Könnten hier mal aufräumen eigentlich. Das Zeug können wir ja braten, das ist immer gut. So, und dann muss ich jetzt erstmal weiter Ressourcen sammeln. Ich halte natürlich immer die Augen offen nach einem Dödi. Wenn irgendwo mal einer vorbeigerollt kommt, dann halten wir den direkt auf und dann wird der einkassiert. Aber bis jetzt habe ich halt noch keinen gesehen. Und von dem her ist meine Axt mein bester Freund, ne? Na gut, ich glaube, wir müssen so langsam Schluss machen. Was ist mit dir los? Bist du infiziert? Oder bist du so ein... Was ist denn mit dir? Bist du irgendwie ein Event-Dodo? Nee. Das Dodo ist infiziert. Und das Dodo hat jetzt mich infiziert. Oh nein. Ich glaube, die ist ansteckend, die Krankheit. Die Dinos sind immun, aber Säugetiere sind möglicherweise nicht immun. Vielleicht sind Gürteltiere dann auch nicht immun. Das ist ja fies.
Was machen wir denn da jetzt? Dann brauchen wir jetzt ein Antidote für mich und ein Antidote für unseren Dodo. Aber ich kann höchstens eins herstellen, dann sind die Pilze wieder aus. Das heißt, ich müsste erstmal wieder Pilze ranholen. Das ist total uncool. Unser Dodo ist infiziert. Was machen wir denn mit dir? Oh, das tut mir total leid. Wir müssen unser Dodo trotzdem behalten. Das wird dir hoffentlich dann nicht sterben, oder? Nö. Das ist nur infiziert, aber das lebt weiter. Du brauchst auch einen Namen, hä? Ich habe auch einen Namen für dich. Schnatti. Weil sie während der gesamten Überfahrt hier auf dem Raft nicht den Schnabel halten konnte. Die macht einen riesen Krach hier. Ich glaube, wir schmeißen sie einfach mal aufs Hausdach und dann hoffe ich, dass sie mich von da oben aus nicht infizieren kann. Ich glaube, es war zu weit. Tut mir leid, wollte ich nicht. Dodo Weitwurf. Das war die Palme. Das wird schon noch was. Dann ist nur eine Frage der Zeit, ne? So, bleib mal da oben. Und du bist hier hoffentlich auf... Bist du auf Passiv? Behavior? Passive. Sieht gut aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sterbe ich mal wieder, weil es so viel Spaß macht. Weil Antidotes kann ich mir nicht leisten in der Menge. Ich bin heute keine Ahnung wie oft gestorben. Einfach immer deswegen, weil die Zombies mich infizieren. Wenn ich irgendwo Stein abbaue und die sich von hinten anschleichen, ohne Geräusche zu machen, dann merke ich das natürlich nicht. Und wenn ich da beim ersten Hit infiziert bin, dann bin ich halt infiziert, ne? Kann ich auch nichts machen. Und Horndog macht die dann immer platt und ich hink dann nach Hause und sterb einmal. Und dann geht's wieder los. So sieht das Ganze aus. Aber wir machen es für einen guten Zweck. Oh, ziemlich feucht. Und ja, dann haben wir hoffentlich irgendwann unsere Plattform. Da oben sind wir dann vor genau der ganzen Geschichte sicher. Ich weiß nicht, ob das der beste Plan ist, ne? Aber ja, die sind halt relativ teuer. Das ist das einzige Problem. Ansonsten würden wir schon oben auf unserer Plattform sitzen. Ich werde weiter Ressourcen sammeln. Nächste Folge bauen wir uns dann unsere eigene große Plattform auf. Die kostet dann, glaube ich, auch nochmal 1500 Stein oder so, ne? Aber 1500 ist immerhin nur ein Zehntel. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Beziehungsweise ein Zwanzigstel, wenn wir uns die großen Säulen bauen. Ich bin ja inzwischen geübter Steinsammler, also das wird schon. Für heute müssen wir leider Schluss machen. Die Folge ist wahrscheinlich ziemlich lang geworden. Für mich war sie sehr viel länger. Dafür haben wir jetzt einen riesen Haufen Stein rumliegen. Nächste Folge geht es dann endlich ans Säulenbauen, was ich eigentlich für heute geplant hatte. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Die sehen mega cool aus. Mal gucken, wie dann da oben die Plattform drauf aussieht. Hoffentlich ist die groß genug, nicht, dass die dann viel zu klein aussieht für unsere Megasäule. Wir werden sehen. Das war's von mir. Ich hoffe natürlich, euch hat's trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark Untot. Macht's gut und bis dann.